Hallo meine drohnenabwehrenden Elex-Konsumierer und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren gemütlichen Runde Elex 2. Ich muss gleich vorab sagen, ich habe wieder knapp eine Woche nicht gespielt, ist jetzt vorproduziert bis heute Freitag. Jetzt mache ich mal wieder so ein bisschen was. Bin gespannt, es gab nochmal ein Graka-Patch. Ich weiß nicht, ob sich das auswirkt oder nicht. Sehen wir dann. Wir haben letztens jetzt mit Kaya uns bequatscht und wir wollen... hat also nicht viel verändert, beziehungsweise jetzt ist kurz ein Lag sozusagen, das habt ihr bestimmt kurz gesehen. Jetzt hat er sich wieder gefangen, jetzt muss ich noch gucken, dass die Kodierung, Wunderbärchen. Und wir wollen auf Mutantenjagd gehen. Mutantenjagd in Tavar? Wenn sie das Land bedrohen, meinetwegen. Okay, dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Yippie. Na dann, auf und davon. Da. Ich kann sie förmlich riechen. Der Verwesungsgestank ist unverkennbar. Ja. Wer weiß. Genau. Mischen wir sie auf. Geh vor, ich werde dir folgen. Den Kampf. Wow, die sind aber ziemlich stabil, ne? Willst du mal aufhören? Was seid ihr denn auf einmal? Sniper drin, von woher? Wow. Ja, ist klar, ihr seid alle in einem Team oder was? Und der Häscher? Achso, boah, ich wollte gerade auf sie schichten, aber das war ja Kaya. Ja, alles gut soweit, aber warum sind die auf einmal so alle aufeinander? Das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. War ja auch ein Verlorener, der jetzt hier noch mit herumgerusht ist und dann noch Sniper-Drohnen, was? Zumal ich das interessant finde, Sniper-Drohnen. Dieses Gedenkliche ist immer ein sehr großes Amüsement. So, und wo sind die Nächsten? Ach, da sind die Nächsten. Okay. Wow, ich sehe gar nichts mehr. So. Oh, zwei noch und dann haben wir die Mission auch completely. Ja, das war dein Haustier, ne? Bestimmt. Deswegen musst du jetzt kommen und... Okay, ja, ich sag mal jetzt nichts. Der hat gerade sein Haustier nur verteilt. Das kann ich total verstehen. So, jetzt müsste noch der Letzte kommen. Guck mal, ich habe auch dein Haustier getötet. Wo bist du? Haustier ist tot. Ah, da hab ich mitgekriegt. Bumm. Achtung. Was die für einen Sport mittlerweile haben, finde ich krass, wa? So, gut. Erledigt. Boah, ich will looten. Okay bei dir? Ja. Ich hatte schon wieder vergessen, wie wenig ich für diese bemitleidenswerten Mutanten übrig habe. Diejenigen, die vor dem Vor herumgeisterten, sind jedenfalls erledigt. Gut so. Auch wenn sie dem Vor nicht wirklich gefährlich werden konnten, ist es besser so, wie es jetzt ist. Genau, sehe ich auch so. Es heißt, einige Elexitoren können Mutanten kontrollieren. Das macht sie ja so gefährlich, weil du nie sicher sein kannst, ob nicht ein wacher Geist dahinter steckt, der dir ans Leder will. Also sind die Elexitoren dafür verantwortlich? Nein. Diese Mutanten waren harmlos und nur auf der Suche nach Elex. Für Kreaturen dieser Art ein völlig normales Verhalten. Wenn sie jemand tatsächlich kontrolliert hat, dann wird sich dieser jemand jetzt darüber ärgern, dass er seine Herde zu nah an bewohnte Gebiete geführt hat. Er hätte damit rechnen müssen, dass sich das Vor bedroht fühlt und die Mutanten aus dem Weg räumt. Okay, oder wollte das? Das ist beruhigend. Soweit man es bei diesen Dingern überhaupt sein kann. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich melde mich bei dir, sobald ich eine neue Aufgabe habe. Okay. Entschuldige, es sei denn, du hast etwas anderes zu tun. Alles gut. Sag mir einfach beim nächsten Mal wieder, worum es genau geht, und ich sage dir, ob ich wieder dabei bin.
Klingt nach einem Plan. Ja, gerne. Hast du was? Geht's dir gut? Sehr gut. Dir auch? Ja. Hm? Jax antwortet zwar nicht, aber ich habe mal für ihn geantwortet. Ist ja kein Ding. So. Haustierchen tot, die sind putt, alles ja putt. Putti putt putt. So, wir haben das fertig. Damit, die kommt nochmal. Würde ich jetzt dann endlich mal mit der Bolinski unterwegs gehen? Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Wenn du willst. Genau, so. Wir fliegen jetzt mal fixer in die Bastion. Die ist hier und da ist dann Bulli Borinski. Bulli Borinski, der wird jetzt mitgenommen. Denn der wollte auch irgendwas von uns. Ich will einfach mal die Freundschaftsquest mal, ja, Gefährtenquest mal erledigen. Nee. Du jetzt noch nicht. Du kommst später. Hey, Bulli Borinski. Let it go, würde ich sagen. Na gut, gehen wir. Ist nicht mein erster Job als Geldeintreiber. Na gut, gehen wir. Ist nicht mein erster Job als Geldeintreiber. Dann bewegen wir mal unsere Arsche. Wir sind nämlich schon ziemlich spät dran. Sehr schön. Da. Ich schätze, sie haben uns schon gesehen. Eins sage ich dir gleich. Die Kerle werden schon ahnen, was wir wollen. Sie kennen mich und wissen, dass ich dem Duke direkt unterstellt bin. Sobald wir uns ihnen nähern, wird ihnen der Buckel brennen. Wundert mich nicht. Egal, du weißt jetzt, was Kapelle ist. Kapelle? Da geht man zum Beten. Okay. Geht schon. Handlanger, erfahrener Händler, Handlanger. Was meinst du, wie es hier mal aussieht? Ich mach ich lang. Du meinst, okay. Bevor der Meteorit hier runtergekracht ist. Okay. Der ganze Krater. Wollt ihr mich in die Zange hier nehmen oder was? Könnt da was knischen. Warte mal, bleib stehen. Schon wieder. Kommst du gerade her? Wie fix die doch unterwegs sind hier alle, ne? Kannst du jetzt mal sterben? So, Nummer 1 ist tot. Hi. Und tschüss. Du ein Kebab spießt hier immer, ey. Kannst du jetzt mal aufhören mit deinem Kopf jetzt in dem Moment? Uli, das ist wirklich interessant, dass du dich dann. Wenn ich versuche, dir da. Passieren noch irgendwelche Dinge. Uli tanzt gerne, haben wir schon mal festgestellt. So. War schön, dass wir jetzt hier alle platt machen. Nur damit er seine Gelder eintreiben kann. Ja, über da. Dämliche Penner. Wie viel Elixit solltest du denn aus den fahrenden Händlern herausquetschen? Die Kohle ist Nebensache. Der Kerl hat den Duke verarscht und sollte seinen Denkzettel kriegen. Das hat er wohl. Er ist tot. Auch gut. Ein Problem weniger. Oh Mann. So langsam verstehe ich, was deine Hauptaufgabe beim Duke ist. Wenn du das sagst? Du bringst mich aber nicht einfach im Schlaf um oder so. Nein. Für dich lasse ich mir was ganz Spezielles einfallen. Wenn es denn mal soweit ist. Ja, so im Gefährten brauchst du gar keine Feinde. Soweit ist. Das wird der Duke entscheiden. Du bist ja ein Herzchen. Hey, das ist nichts Persönliches. Natürlich nicht. Was ist der nächste Auftrag, den dir der Duke gegeben hat? Das wirst du erfahren, sobald ich ihn habe. Gut. So, und jetzt mach weiter, womit auch immer. Beim der Looten. Der ganze Krater halt. Ich wette, es sah hier richtig scheiße aus. Dir ist die zerstörte Landschaft also lieber als eine heile Welt? Stell dich mal nicht so an. Hä? Wie? Was? Warum? Warte mal, hier war doch noch irgendeiner zum Looten, oder? Also alle weg. Egal, ich wollte eigentlich mal da reingehen. Wenn wir jetzt schon hier sind, können wir uns das ja auch mal angucken. Wo sind wir eigentlich? Ah, hier vorne, vor dem Vor, okay. Ja, klar, ihr habt euch hier getroffen und da ist noch eine Felsbibel. Das ist bestimmt euer Haustier hier. Die Leute besitzen ziemlich viele Haustiere. Ziemlich viele Haustiere habt ihr hier. Ein Klebebändchen.
Irgendwo hängt hier nochmal ein, hier hat sich an, als ob noch ein Vieh rumhängt. Können wir hier auch mal rein? Lämpchen ist noch an. Ja, dann klettert halt hoch, ist wieder Wayne. Aber jetzt lass mir das mal hier. Und den nehmen wir mal alles mit. Okay. Aber reinkommt man nicht, wa? Ach Mann. Na gut, haben wir zumindest ein weiteres. Ich lasse es einfach unkommentiert. Der hat sich gerade den Zeh angeknackst. Da kann man ja nichts machen. Das ist verdammt schmerzhaft, Leute, ja? Deswegen diese Reaktion. Da kann man nichts anderes machen. Hast du mal was Neues? Bereit für große Schandtaten? Mach schon, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, gut, okay. Und denk dran, ich hab dich im Auge. Ja, wenn du mich nur im einen hast, kann ich an dem anderen daneben vorbeischielen. So, okay, pass auf. Du gehst zurück ins Lager. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Klar doch. Sehr gut. Dann gehen wir retour ins Lager und dann gucke ich mal, ob noch einer was will. Ansonsten quatschen wir jetzt mit Naschtibaschti. Nyra will nix. Muss ich mal gucken, wo die Gefährten sind, damit sie auf mich zugerannt kommen können. Wo ist jetzt Kajenski? Ne, du bist auch nur so ein Typ. Hey du! Mein Wohnraum umgestalten? Berserker, Outlaw, Kleriker, Alp, Morkon. Nee, danke, lass mal. Brauchen wir nicht. Commander, unsere Kenntnisse über die Technologie der Eindringlinge sind unzureichend. Ja. Ja, ich weiß, wir müssen mehr über die Fremden in Erfahrung bringen. Cool, eine Mission mit Crony? Wie weit entwickelt sind sie wirklich? Wir brauchen mehr Informationen über ihre Vorgehensweise und ihre Art zu denken. Ihre Technologie wird uns dabei helfen, sie besser einschätzen zu können. Technik der Eindringlinge in der näheren Umgebung der Bastion im Einsatz. Empfehle umfassende Scans. Ah, du hast dich also schon umgesehen. Sehr gut. Gutes grüne Hühnchen. Sofortiger Aufbruch möglich, sobald der Commander den Befehl erteilt. Ja klar, wir haben ja gesagt, wir wollen ja heute Mission mit den... Gut, schauen wir uns das an. Gut, schauen wir uns die geortete Technologie der Skyns an, die du gefunden hast. Positiv. Mir nach, Commander. Oh, der bin ich doch Commander. Ach, da fühlt man sich ganz groß. Unweit im Norden orte ich fremde Technologie. Okay, dann sehen wir uns mal an, was da zu finden ist. Ich muss weitermachen. Ja, wie oft willst du mir das tue denn noch ich das, was ich am besten kann, dann helfe ich meinem Sohn am meisten. Okay. Stand by. Was stand by? Feindkontakt. Ja, ich habe sie schon gesehen. Ein paar Hetzer der Fremden. Sie bewachen da irgendwas. Sehr schön. Okay, ich muss aufpassen, der darf mich nicht damit treffen. Ulalala. 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 Tony, dass du jetzt genau da bist, das ist gerade sehr anstrengend. So, der erste ist tot. Zweites tot. Au! Und da ist der dritte. Uhu! So. Empfehle sofortigen Waffeneinsatz. Aber doch gerade gemacht? Oder nicht? Guck mal, das ist eine Eisenbahn. Der wollte doch nur spielen. Warte, diese Hetzer waren keine Wachposten für Technologie der Fremden. Meine Ortung ergab lediglich bestimmte Ausrüstungsteile der Hetzer. Ja, sie sind ziemlich gut gepanzert für so einen Spähtrupp. Diese Truppe des Feindes wollte hier etwas installieren. Hm.
Bedauerlicherweise nur eine sehr einseitige Kommunikation mit Ihnen. Bedauerlicherweise nur eine sehr einseitige Kommunikation mit Ihnen. Sie tragen Miniaturkontrollknoten bei sich. Kleine Rechnerchips, die sich schnell irgendwo installieren lassen. Etwas Ähnliches haben wir auch bei den Alps. Sie werden eingesetzt, um fremde Technik zu infiltrieren. Oder jemanden abzuhören. Ich würde so etwas als Wanze bezeichnen. Die korrekte Bezeichnung in diesem Fall ist Kontrollknotenchip. Mhm. Sie verteilen diese Dinge also an strategisch wichtigen Punkten irgendwo in unseren Ländern. Ja, das heißt, wo Sie diese Dinge schon im Einsatz haben. Vermutlich einer der Gründe, warum Sie so effektiv agieren. Du hast Ihre Technologie mit der der Alps verglichen. Heißt das etwa... Die Fremden benutzen eine ähnliche Datenübertragung wie wir. Weil ihr kopiert habt. Gut. Wir könnten also unsere eigene Technik dazu verwenden, uns mit ihnen zu verbinden. Datenkompatibilität mit unseren Systemen liegt bei 85,9%. Das ist eine hohe Anzahl, ja. Gut zu wissen. Sollten wir dann auf jeden das Fall darauf aufschlussreich. Beachten. Das war aufschlussreich. Such weiter, Kleiner. Wenn du wieder so einen Treffer hast, dann sag mir Bescheid, okay? Was? Das war's schon? Positiv. Schade. Ich dachte, da wäre mehr jetzt gewesen, aber wenn das schon alles war, ist ja... Naja, okay. Zumindest eine Menge Schrott, den wir hier noch mitnehmen können. Ein schöner mittlerer Elex. Danke schon mal. Ein bisschen, aber kann ich das hier mitnehmen? Nee. Nur ein Punkt, wo wir dann es dann nutzen können später. Nochmal ein mittlerer Elex. Zwei Points. Sehr schön. Finde ich toll, wenn wir sowas mitnehmen und aufnehmen können. Wir haben jetzt keine von... Doch, da ist noch so ein Herz, aber die Waffe ist weg. Ach, Manno. Wir haben jetzt hier den ganzen Schrott. Den nehmen wir alles mit hier einmal. Oh. Warte, ist immer gut. Ach ja, wir dürfen die Sachen alle verkaufen, ne? Wir dürfen das alles ja ja, hi, mein Freund. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich bringe dich gleich zurück und guck mal, ob da jemand... Ja, Raketen hier. Plasmazellen, na klar. Hat jemand extra abgelegt, damit ich sie finden kann. So. Dann würde ich sagen, Crony, ich brauche dich mal halt in der Bastion. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Genau. So, wir machen... Es ist halt ein Hin- und Herfliegen, ne? So, wir können ja mal die Punkte schon mal reinbollern. Und das hier war Konstitution. Auch rein damit. Sehr schön. Zurück in die Bastion. Ist heute so ein Hin- und Hergefliege, ja, ich weiß, aber wir müssen ja ein bisschen was erledigen und ich will die Geschichte so ein bisschen hören. Erkunden ist bei mir zweitrangig derzeit. Sollten wir vielleicht gleich nochmal mit Nashti reden? Wäre eigentlich ein Vorteil, wenn wir mit ihr mal quatschen würden. Pass mal auf, ich quatsche jetzt erstmal mit dem. Hey du, ich muss mit dir unter vier Augen sprechen. Natürlich, was gibt es denn? Wieder ein Auftrag in Tavar? Nein, ich... lass uns einen Ort aufsuchen, wo uns niemand beobachtet. Okay, ganz wie du willst. Sag mir mal, wann du dafür Zeit hast, ja? Von mir aus können wir direkt losgehen. Von mir aus können wir direkt losgehen. Gut, dann folge mir. Es dauert auch nicht lange. So, hier sollte es einigermaßen sicher sein. Okay. Warum gerade hier? Es kann doch jederzeit jemand vorbeikommen. Ja, aber meine Jungs verrichten ihren Wachdienst da drüben. Ich weiß also, wo sie sind und dass sie uns nicht hören können. Brauchst du wieder Hilfe? Du willst nicht, dass deine eigenen Leute uns hören können? Nun, wie fange ich am besten an? Zuerst war es nur ein leiser Verdacht, aber mittlerweile bin ich mir sicher, dass mich einer meiner Leibwachen hintergeht und mit den Outlaws paktiert. Ah, glaubst du, die Outlaws wollen dich töten oder ausrauben? Du weißt, dass wir im Fort sehr viele ehemalige Outlaws bei uns Berserkern aufgenommen haben. Sie nennen sich selbst gerne die Zurückgelassenen. Ah. Die aus dem Fort abgewanderten Outlaws, die im Krater von Arteris sesshaft geworden sind, sehen diese Leute als absolute Verräter an. Am liebsten würden sie alle tot sehen. Das müssen wir verhindern. Das müssen wir verhindern. Ja, aber wie? Ich bin ein hohes Tier bei den Berserkern und die meiste Zeit im Außendienst unterwegs. Meine Truppe ist ein leichtes Ziel für Infiltration und Spionage. Verglichen mit Tavar oder dem Fort kann man von hier aus viel einfacher mit den Outlaws von Arteris Kontakt aufnehmen und sensible Informationen übermitteln. Na schön, kann ich nachvollziehen.
Klingt aber ziemlich paranoid. Das passt gar nicht zu dir. Warum sollte einer von deinen Jungs dich hintergehen? Hast du sie nicht geprüft, bevor du sie unter deinen Befehl gestellt hast? Das sind alles krumme Hunde, die allesamt schon einmal kurz davor waren, aus dem Fort geworfen zu werden. Ich habe mich ihrer angenommen und ihnen die Chance gegeben, trotzdem für uns zu kämpfen. Großartig. Tja, manchmal kann man sich seine Waffengefährten eben nicht aussuchen. Gut, haben wir auch so einen Typen. Okay, wie kann ich dir helfen? Ich habe herausgefunden, dass sich einer meiner Leibwachen kürzlich draußen mit den Outlaws getroffen hat. Wer genau, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. Ich möchte, dass du sie unter die Lupe nimmst und es herausfindest. Wie soll ich das machen? Das sind deine Jungs. Warum sollten sie mir vertrauen? Ja, korrekt. Wie soll ich das machen? Es sind deine Jungs. Warum sollten sie mir vertrauen? Keine Ahnung. Aha. Ich habe alles versucht, um die Sache aufzuklären. Bisher leider ohne Erfolg. Außerdem hast du doch mehr Erfahrung mit sowas. Vielleicht hast du ja mehr Glück. Mehr Glück? Okay, wie heißen deine Leibwachen? Nenne mir ihre Namen. Sirik, ein eher verschlossener Typ, der kaum ein Wort spricht. Doch er ist stark im Kampf. Wir haben schon viele Schlachten zusammengeschlagen. Drabak, einer der direkten Sorte. Doch konnte ich mich bisher immer auf ihn verlassen. Und Finley, ein sehr junger Kerl, der noch eine Menge Flausen im Kopf hat. Aber das heißt ja nichts. Warte mal. Drabak, Sirik, Finley. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Last Kingdom auf Netflix geguckt? Oder die Uhtred-Saga von Cornwall, glaube ich, war das? Bernhard Cornwall oder irgendwie sowas gelesen? Da geht es um Uhtred, das ist ganz interessant. Das ist so ein bisschen teils fiktiv, teils aus der realistischen Geschichte abgekupfert. Und zwar Uhtred ist ein fiktiver Charakter, der damals den Angelsachsen geholfen hat, ihr Englerland aufzubauen, sozusagen. Das einheitliche England. Unter einem König, bla bla bla. Und ist damals bei den Wikingern aufgewachsen und hat sich dann aber für die Angelsachsen, weil die Wikinger ihn dann verfolgt haben, und er beherrscht sozusagen beide Kulturen, war einer der Verfechter der alten Götter, aber beherrschte beide Kulturen in dem Sinne und hat damit eigentlich die besten Kernwerte für diesen Krieg, jetzt sage ich mal, gehabt. Und der hatte halt auch Gefährten. Der eine hieß Sirik. Der eine hieß Finley. Und der Drabak, glaube ich, hieß auch einer von denen, so ähnlich, auch so ein großer Hühne von einem Wikinger war das gewesen. Und deswegen weiß ja nicht, ob das vielleicht damit was zu tun hat. Also es könnte ja zumindest gut passen. Aber er hatte keinen Verräter. Sirik war von der Geschichte her, ich will jetzt nicht spoilern, vielleicht interessiert euch ja dann das dafür mal. Also müsst ihr euch mal angucken und dann könnt ihr mir mal einen Vergleich sagen. Oder ihr habt das schon mal gespielt. Aber, genau. Ja, mein Kopf. Gut, die stehen alle hinter uns in dieser Richtung. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Irgendwelche Dinge. Bis vor ein paar Tagen hätte ich für jeden von ihnen meine Hand ins Feuer gelegt. Naja, Zeiten. Kaya wird uns unterstützen. Tja, was soll ich sagen? Über Kayas Fähigkeiten brauchen wir nicht zu reden. Yep. Ich bin immer sehr stolz darauf, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Schon mal gut. Aber das reicht noch nicht. Was war denn mit deiner anderen vertrauenswürdigen Option, die du genannt hattest? Wäre gut, wenn du die auch noch rekrutieren könntest. Hey, du kommst auf hier rum. Da stolperst du doch bestimmt über das eine oder andere lukrative Geschäft, oder? Wie wär's denn mit einer Elixitspende für die Gemeinschaft der Bastion? Es würde sich nicht nur für die sechste Macht lohnen. Dein Gewinn wäre das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Also, wie sieht's aus? Jetzt will er uns auch noch Splitter raus, Bis? Ich will für die Gemeinschaft spenden. Gut. Wie viel Elixit darf ich verbuchen? Was? 500? Sehr gut. Das wird dir anderweitig sicher noch zugutekommen. Nur das kann ich damit machen? Okay, hier. Ich habe meine alte Kampfdrohne wiedergefunden. Sie wird uns helfen. Eine Kampfdrohne der Alps, wenn ich richtig informiert bin, ja? Ich bürge für sie.
Okay, okay. Du wirst auf mich geschnitten. Wissen, was du tust. So ein Ding kann einem gute Dienste leisten. Zumindest, wenn man die Kontrolle darüber behält. Ja. Okay, damit können wir schon mal arbeiten. Yay! Hoffen wir, dass es auch weiterhin vorangeht. Ja, machen wir dann. Jetzt gerade nicht. Fürs Erste wäre zumindest schon mal der Grundstein für die Verteidigung in der Bastion gelegt. Commander, ich orte weitere Kontrollknotenchips. Dieses Mal in der Kraterregion von Atheris. Aremba, Tabor, Imiridium. Bitte wiederholen. Was? Ortung, Kontrollknotenchips, Atheris. Sehr gut. Wir sollten noch einmal einen Kompatibilitätscheck mit den Dingern machen. Was bräuchtest du, um diese Chips eventuell zu übernehmen? Ein Virus? Bestimmte Steueralgorithmen? Was ist möglich, woran wir jetzt noch nicht denken? Informationen dazu noch unzureichend für eine verlässliche Aussage. Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest. Fakten lassen sich nicht fehlinterpretieren. Ich mach die so niedlich. Schon, aber ab wann ist es für dich ein Fakt? Bei 80%? Bei 90%? Das hängt von der Beschaffenheit der Fragestellung ab. Ja, das meine ich. Okay, machen wir dann. Wir sind jetzt fürs Erste wäre zumindest schon mal der Grundstein für die Verteidigung in der Bastion gelegt. Gut. Mach weiter so. Wir können hier jede Unterstützung gebrauchen. Ich würde ja, wie gesagt, das gerne voranbringen. Was passiert jetzt als Nächstes? Was passiert jetzt als Nächstes? Jetzt kommt für mich die Zeit der Bestandsaufnahme. Ich werde schauen, was wir noch brauchen. Und du machst am besten, nun, das, was du halt so tun musst. Okay, und du bringst mir dann... Wenn du noch mehr gute Leute reinschaffen kannst, dann immer her damit. Auch wenn du bei ihnen noch nicht sicher bist, ob sie gänzlich vertrauenswürdig sind. Okay. Je mehr, desto besser. Ich krieg den Haufen schon irgendwie in den Griff. Ah, okay, okay, okay. Also, hier geht's erstmal bis noch nicht weiter. Vor ein paar Tagen hätte ich für jeden von ihnen meine Hand ins Feuer gelegt. Ja, aber was ist das schon? Oh, Hilfe. Zeiten ändern sich. Leute, ihr überfallt mich alle. Okay, die sind da alle drinne. Überleg jetzt gerade. Ich würde das so machen. Ach, das sind die drei. Stimmt, die hier waren. Grabak. Sidre, Sirik. Und Finlay. Finnen. Okay, gut. Gut. Ja, okay, die drei hat sie hier mit hergenommen. Okay, schön zu wissen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Für heute war es das erstmal. Wir haben jetzt die Mutanten ausgeschaltet. Wir waren mit Crony nochmal unterwegs. Und wir waren mit Bully Borinsky noch unterwegs. Und haben einiges gemacht. Ich glaube mal, das ist okay, das reicht. In der nächsten Folge können wir uns dann den anderen Dingen widmen. Von daher würde ich sagen, das war's dann heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi, Like oder vielleicht ein Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dort quatschen wir dann mal mit den dreien, ob davon einer vielleicht Richtung Verräter geht. Und dann werden wir nochmal mit Crony losdüsen. Dann werden wir mal mit Nashtibashti quatschen. Und vielleicht will der Bully Borinsky auch nochmal was. Sodass wir ein bisschen einfach mal die Gefährtenquests voranbringen. Ist jetzt der nächste Punkt, den man exzessiver angehen könnte, bevor wir dann nochmal zurück nach Caracas gehen, wo wir nochmal mit den Morkrons dann arbeiten. Ja, würde ich sagen, ne? Genau. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao!